Das Seitergebäude ist das erste Gebäude, das auf dem neuen Campus fertig wird. Es war das letzte, das geplant wurde. Uns wurde manchmal gesagt, es wird nie außer ENUS und der neuen Fachhochschule ein Gebäude auf den neuen Campus kommen. Jetzt ist es als erstes fertig. Wir haben hier die Gelegenheit gehabt, ganz maßgeschneidert auf die Forschungsanforderungen von CYTAG eine Architektur zu konzipieren. Und in diesem Gebäude ist es gelungen, die räumlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Labore und Arbeitsgruppen ganz eng und intensiv miteinander interagieren können. Hier das Forschungsgebäude ist auf der grünen Wiese erstmal entstanden. Man hat von Anfang an Planungsmöglichkeiten gehabt. Was wollen wir für zentrale Aufbauten in dem Gebäude haben? Ich glaube, den Architekten ist sehr gut gelungen, diese Offenheit des Gebäudes, die wir als Grundanforderung quasi gestellt haben, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppen zu stärken, auch umzusetzen. Wir haben diese offenen Flure, wir haben die Sichtbarkeit jedes einzelnen Büros durch die Glasfronten, wir haben diese schönen Innenhöfe. Und all das macht das Gebäude sehr lebendig, finde ich. In dem Forschungsbau arbeiten 15 Forschungsgruppen am CYTAG. Das sind etwa 260 Wissenschaftler. Wir haben auch hier CYTAG Central Labs, wie auch CYTAG Geschäftsstelle und auch Teile von dem Core Lab. Der Forschungsbau ist international einmalig, weil er eine ganz besondere Konzeption realisiert. Hier kognitive Prozesse auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen zu erfassen, in einem Zentrallabor, in dem komplexe technische Aufnahme- und Wiedergabesysteme eng zusammenarbeiten und gleichzeitig nebendran die Arbeitsplätze der Wissenschaftler, die über kurze Wege, über Disziplingrenzen hinweg an neuen Projekten, an neuen Experimenten arbeiten können. Und das Besondere, dies zu schaffen, war die Mitwirkungsmöglichkeit der Wissenschaftler von Anfang an bei der Konzeption dieses Forschungsbaus. Und dadurch konnte diese ganz besondere, auf Forschung maßgeschneiderte Architektur verwirklicht werden. Ja, es waren zwei harte Wochen, wo der Umzug stattgefunden hat. Wir haben einen sehr stringenten Plan gemacht und am Ende ist dieser Plan ganz gut umgesetzt worden. Die letzten Gruppen sind Ende August eingezogen. Ich denke, wenn wir zurückblicken, können wir sagen, dass der Umzug eigentlich sehr reibungslos gelaufen ist. Der Umzug selbst hat dann sehr gut geklappt an dem Tag. Das war alles so gut vorbereitet und gepackt, dass wir da ja, schnell und super umgezogen sind. Du bist an der Reihe. Das hätte ich aber besser gemacht. Du kannst deine Karten wieder zurückbringen. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind alle unsere Geräte, die wir brauchen, hier im Gebäude, aber viele sind noch in Kisten und das Wiederaufbauen der Experimentierumgebungen, das findet jetzt gerade statt. In der Tat sind vor allem Labore noch nicht ganz funktionsfähig. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass wir auch Großgeräte bekommen, die jetzt hier bis Ende des Jahres eingeliefert und installiert werden. Wir gehen davon aus, dass bis Ende des Jahres die meisten Labore voll funktionsfähig sind. Die Arbeitsgruppen sind da. Das Gebäude ist bevölkert. Die ganze Kommunikationszonen beginnen auch sich auszuzahlen. Wir haben darauf geachtet, sehr viele dezentrale Kommunikationszonen einzurichten, wo man sich informell auf dem Flur treffen kann. Denn auf dem Flur entstehen die meisten Forschungsideen, die wirklich neuen. Das Spannende an diesem Projekt war tatsächlich, dass man das, was man in langer Planung, in mehreren Treffen und in verschiedenen Konstellationen besprochen hat und auf dem Papier festgehalten hat, in der Tat nachher so aussieht und so funktioniert, wie man sich das wirklich vorgestellt hat. Und wenn die Labore dann eingerichtet sind, werden wir Arbeitsmöglichkeiten haben, die ein gutes Stück weiter über denen liegen, die wir in dem Q-Gebäude und vorher im Hauptgebäude hatten. Und das ist der ganz wesentliche Schub, den wir hier durch diesen Forschungsbau dann auch kriegen.